Ron, 1:1 hier heute in Köln. Wie bewertest du dieses Ergebnis? Unterm Strich vielleicht in Ordnung, geht es in Ordnung. Trotzdem, wir haben super angefangen, haben frühes 1:0 gemacht, hatten die Kölner auch im Griff, kriegen dann so ein abgefälschtes Ding wieder, fällt dem Uca auf den Kopf 1:1 und dann war der Druck der Kölner größer. Und aufgrund der zweiten Halbzeit, wo die Kölner auch versucht haben, viel Druck aufzubauen, geht das Unentschieden wahrscheinlich in Ordnung. Insgesamt, du hast gesagt, wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen. Eigentlich ein Auftakt nach Maß war das. Ja, es war ein Auftakt nach Maß und dann kriegst du wieder so ein unglückliches Gegentor, so ein blödes Gegentor. Die Qualität in unserem Kader ist definitiv vorhanden, aber wir müssen natürlich auch versuchen, mal so und so ein Spiel über 90 Minuten oder über 60, 70 Minuten zu spielen und nicht nur über 30 Minuten. Ja. Und daran müssen wir noch arbeiten. Und gut, unterm Strich, den Punkt müssen wir jetzt mitnehmen und der erste Dreier muss irgendwann fallen und am liebsten nächste Woche zu Hause gegen Stuttgart. Danke dir. Das ist schon wieder so ein Tor, wo man sagt, wieso passiert das schon wieder Hannover? Ärgerlich, wären wir ein bisschen länger im Spiel gewesen mit 1:0, dann bin ich mir sicher, dass wir das auch über die Bühne gebracht hätten. Wir haben gar nicht geschafft, danach gut zu stehen und ein bisschen auf Konter zu lauern zum Beispiel. Und das war ein bisschen ärgerlich. Klar, wenn wir jetzt über mich persönlich sprechen, dann war es keine schöne Zeit. Und natürlich bin ich froh, dass ich mich einigermaßen wieder rangeschafft habe. Maurice, ein Punkt hier in Köln. Wie bewertest du dieses Ergebnis? Ja, ich glaube, dass wir ganz gut angefangen, dass wir gut erste 15 Minuten gehabt haben, uns auch mit dem Tor belohnt haben. Bekommen dann relativ unglücklich das 1:1, haben dann eine schwächere Phase gehabt, wo Köln Druck gemacht hat. Und ja, im zweiten Abschnitt, glaube ich, war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Wir waren dann bemüht, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen. Und ja, nehmen den Punkt mit oder müssen ihn auch mitnehmen. Du wirkst ein bisschen trotzdem enttäuscht. Ein bisschen mehr hatte man sich doch hier in Köln ausgerechnet, oder? Ja, was heißt mehr ausgerechnet? Ich meine, das Tor war ein bisschen unglücklich, da regt man sich halt schon darüber auf, wenn man am Ende mit einem 1:1 heimfährt und dieser abgefälschte Ball führt dann zum Tor, ist es schon ein bisschen ärgerlich. Maurice, wie blickst du jetzt auf das kommende nächste Spiel gegen Stuttgart? Ja, wir spielen zu Hause. Stuttgart ist in einer schwierigen Situation. Die sind Letzter, müssen unbedingt punkten. Wir wollen auch mal wieder punkten. Ich glaube, daheim wollen wir keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir da 3 Punkte holen. Danke dir.